Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 3 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray, und zu einer neuen TWIF-Ausgabe. TWIF steht für Du wählst, ich fahre, und ist unser Auto-Wunschformat hier im Let's Play. Und das heißt gleich am Anfang für dich, falls du einen Auto-Wunsch hast, dann schau einfach mal in die Videobeschreibung. Da ist ein Formular verlinkt, genau gesagt das TWIF-Formular. Und darüber kannst du dir dein Wunschauto wünschen. Ja, wir haben heute den Audi RS3 am Start. Knapp 70 Leute haben gesagt, Ray, den musst du mal fahren, den musst du mal aufbauen. Und von diesen knapp 70 Leuten haben auch mehr als die Hälfte gesagt, ja, bau den mal bitte mit einem performanten Tuning auf. Und das werden wir auf jeden Fall tun. Was natürlich der ausdrücklichste Wunsch von allen war, war, bitte lass den Serienmotor drin, bitte lass den 5-Zylinder drin. Und das werde ich natürlich selbstverständlich tun, weil wenn irgendwas geil an diesem Fahrzeug ist, dann ist es auf jeden Fall der Motor. Ja? Also man kann über alles streiten, sicherlich, Geschmackssache ist immer so eine Sache, aber 5-Zylinder bei einem Audi, das ist schon Porno, ha? Müssen wir gar nicht drüber rumdiskutieren, und deswegen würde ich sagen, gucken wir da einfach mal rein, was können wir denn machen an dem Audi RS3 Sportsback? Ja, wir können den Motor wechseln, nein, das machen wir nicht, aber mal gucken, was wir könnten. Okay, wir könnten den 6,2 Liter V8, bekannt aus dem C63 AMG Black Series, nee, das machen wir nicht, der ist zwar geil, aber ne, da bleibt schön der 5-Zylinder drin, das ist auch klar. Wir könnten auf einen Heckantrieb gehen, das machen wir auch nicht, wir bleiben natürlich beim Quattro. Des Weiteren können wir optisch ein bisschen was machen. Wir können, ja, das ist, glaube ich, so die normale A3-Schürze, würde ich jetzt behaupten, oder S3. Ich kenne mich da echt nicht so gut aus. Also an die ganzen Audianer da draußen, tut mir leid, falls ich da jetzt was Falsches sage, aber es ist auf jeden Fall keine S3-Front. Das ist entweder die A3 oder die S3-Front, eins von beiden wird sein. Wir können aber noch andere Bodykits verwenden. Hier einmal von Character. Sieht eigentlich auch irgendwie geil. Irgendwie hat's was, ja. Sieht ein bisschen dann wie ein SUV aus von hier, muss ich sagen. Dann haben wir noch die Oettinger Front. Die finde ich jetzt nicht so geil. Und dann haben wir noch die Forza Front. Ich muss sagen, da gefällt mir die RS3 Front schon ziemlich gut. Allerdings, die hat auch was. Also die hat, irgendwie hat sie was, muss ich sagen. Aber gucken wir mal weiter, was es sonst hier noch so, ups, was es sonst hier noch so gibt. Haben wir noch einmal Heckflügel, da gibt es einmal nur den Forza-Flügel. Ja, den haben wir nicht gesehen. So, Heckbereich, da können wir auch nochmal hier entsprechend. Okay, das gefällt mir jetzt nicht so, muss ich sagen. Es hat so ein bisschen SUV-Touch. Also ich glaube, wenn wir den RS3 auf so einen Offroader umbauen würden, dann würde ich diese Teile anbauen, weil das so ein bisschen so ein SUV-Optik hat. Also quasi so ein RS3, ja, wie soll man das nennen? Cross-Country oder sowas. Ich glaube, so bei Opel sagt man, nennt man diese Crossover-Dinger, glaube ich, Cross-Country oder sowas. Bei Golf ist Golf Plus, wobei der Golf Plus kein Offroad ist, der ist einfach noch größer, also Plus. Egal, ich rede mich hier um den heißen Brei. Wir ja, gucken das nochmal an, aber ja, muss ich sagen, da gefällt mir schon, da sehe ich das RS3 Bodykit bis jetzt am besten. Hier können wir das einfach auch, ja, ganz normal wegmachen. Und hier haben wir auch nochmal ein bisschen mehr. Und eben hier das hier noch. Ja, also wie gesagt, ich würde es lassen, ganz ehrlich. Wir können ja mal, wenn ihr Bock drauf habt, natürlich mal, oder vielleicht mache ich es auch einfach so, müsst ihr nicht wünschen, kann ich vielleicht mal so eine Offroad, so eine SUV-Variante des RS3 machen. Ja, das wäre ja eine Option, warum nicht? Reifentechnisch haben wir auf jeden Fall viel Auswahl. Da können wir Straßenreifen, Sportreifen, Rennreifen, Rennreifen mit Beschriftung, Offroad-Reifen und dann noch die Rennreifen mit dem roten Band, wenn man so möchte. Könnten wir machen. Reifenbreite können wir von 235 zu 275 vorne. Hinten wird es wahrscheinlich dasselbe sein. Ja, so ist es auch. Felgen könnten wir noch ändern. Auch die Größe könnten wir ändern von 19 auf 20 Zoll. Hinten genauso, alles klar. Wobei die 19 Zoll sehen schon ganz gut aus. Aber ja, gucken wir jetzt einfach mal weiter. Hier haben wir die üblichen Teile, die wir verwenden können. Hier können wir ja auch noch mal ein bisschen hier andere Bremsen verbauen. Das Ganze natürlich tiefer legen. Ja. Ist jetzt nicht so ganz im Sinne des Offroads, aber wenn man das Offroad machen will, also ja, hat schon ein bisschen so eine SUV-Optik, hat schon ein bisschen, muss ich sagen. Also man könnte echt ein cooler SUV draus machen. Wäre auf jeden Fall ein cooler Anreiz. Da habe ich schon jetzt ein bisschen Bock drauf, aber ihr habt natürlich Performance gewünscht und deswegen werden wir auch einen Performance-Umbau machen. Ja, Gewicht reduzieren können wir auch einiges dran machen. Und natürlich am Motor, wollen wir nicht drüber reden, können wir auch einiges machen. Ja, Performance ist natürlich immer so ein Stichwort. Also kurz nochmal zur Erklärung, vielleicht für den einen oder anderen neuen Zuschauer. Was verstehe ich unter Performance oder was sind die Performance-Aufbauen, die ich hier in Forza Horizon 3 betreibe? Performance heißt in dem Fall nicht einfach irgendwie Leistung rein, sondern Performance, da versuche ich einen Ausgleich zu finden zwischen Leistung,
die ja in Beschleunigung und Topspeed resultiert und aber auch wie gut ein Fahrzeug bremst, wie gut es um die Kurven geht und natürlich das auch entsprechend im Feintuning, in der Fahrwerksabstimmung abstimmen. Das Fahrzeug soll im Großen und Ganzen in jedem Bereich gut sein. Das möchte ich mit einem Performance-Tuning erreichen. Und wenn man das macht, dann sollte man meiner Meinung nach erstmal das Fahrzeug in der Serie ein bisschen gefahren sein. Und das werde ich jetzt auch mal kurz tun. Das heißt, wir werden jetzt auch schon mal ein bisschen die 5 Zylinder ein bisschen lauschen können. Und auch wenn es draußen ein bisschen schlechtes Wetter ist, das macht aber nichts. Deswegen fahren wir das Fahrzeug jetzt erstmal ein bisschen in der Serie, gucken, wo die Stärken, wo die Schwächen liegen. Und dann gucken wir mal, was wir denn so an dem Fahrzeug ändern können. Und ich würde mal sagen, ja, wenn man schon vom 5-Zylinder schwärmt, dann sollte man den auch richtig schön laut hören lassen. Und deswegen werde ich jetzt hier mal kurz rausfahren aus dem Festivalgebiet. Und ich würde mal sagen, ich halte mal ganz kurz die Klappe und gebe dir den vollen Spielsound und sage mal viel Spaß mit diesen Klängen dieses Fahrzeugs. Ja, ich finde, das kann man sich schon mal anhören, auf jeden Fall. Ich habe ja schon mal in einer der vergangenen Folgen gesagt, 5-Zylinder oder auch 10-Zylinder, das sind schon einfach sehr, 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 sehr coole Motoren-Sounds. Das muss man mal ganz klar so sagen. Und hier können wir noch ein Foto schießen. Ja, machen wir das doch mal. Ja, hier müssen wir die Horizon Promo ein bisschen voranbringen. Der Honda Civic Type R, den haben wir noch nicht. Dann machen wir das mal, dass wir hier Schritt für Schritt uns den 400 Fotos nähern, wobei wir ja weit über 400 schießen können. 570 mittlerweile kann man machen. Echt heftig. Ja, zum Fahrzeug selber, was mir gut gefällt, was mir nicht so gut gefällt, was mir extrem auffällt, ist einfach wieder, dass diese Quattros hier im Spiel, also alle Audi Quattro Fahrzeuge, können wir schon wieder ein Foto schießen, na, dann machen wir das gerade mal, aber ich kann ja weiterreden, einfach ein leichtes Untersteuern haben. Das ist hier einfach so ein bisschen, das können wir natürlich aber durch das Fahrwerk, wenn wir ein Fahrwerk einbauen und die Fahrwerkseinstellung ein bisschen wegbekommen, wir können die ebenfalls, wir können ebenfalls natürlich ein bisschen mehr Reifenbreite gerade im vorderen Bereich geben, das fördert natürlich auch den Grip vorne und auch das entsprechende Einlenkverhalten beim Anbremsen. Das muss man auf jeden Fall machen. Ansonsten, klar, mehr Power muss rein. Gerade in Forza Horizon ist es halt so, dass die Straßen sehr weitläufig sind, sehr schnell sind. In Real Life wäre das natürlich eine andere Geschichte. Also wenn man in Real Life so eine RS3 fährt, hat er meiner Meinung nach mehr als genug Power. Natürlich, klar, mehr geht immer, da müssen wir nicht drüber reden. Aber wir sind hier in einem Spiel und wir sind hier vor allem, wie gesagt, in Horizon 3 und das ist alles sehr weitläufig. Das heißt, also mehr Power darf da schon rein. Also da können wir schon auf jeden Fall eine richtige Rennsemmel aufbauen. So ist es auf jeden Fall nicht. Und wie gesagt, am Fahrwerk müssen wir einiges machen. Also gerade beim Anbremsen hat er schon leichte Tendenz zum Untersteuern. Jetzt gerade, wenn man es jetzt hier nochmal vergleicht, wenn man jetzt hier so anbremst. Ja, er will quasi nicht rum. Da muss man schon sehr, sehr viel Speed rausnehmen, um diese enge Ecken rumzukommen. Aber das ist, wie gesagt, ein allgemeines Problem der Quattros hier im Spiel. Da kann man aber nachhelfen. Ich würde sagen, wir springen auch mal zurück und dann legen wir los mit dem Tuning in der heutigen Folge. Während ich aber zurückspringe, möchte ich gerne noch was einblenden. Und zwar ist jetzt mittlerweile bekannt, die ganzen Forzatons, die es im Juni gibt. Ein Forzaton hatten wir ja schon am Wochenende. Da konnte man den Macan Turbo gewinnen, wie ihr jetzt hier links seht. Aber wir können hier natürlich weitere Porsche gewinnen. Ich weiß, der ein oder andere sagt schon, was,
noch mehr Porsche. Aber ich sag halt, also ich als Porsche-Fan sag, ja, wir haben aber halt noch ein paar coole Modelle. Und deswegen gibt es jetzt halt einfach noch ein paar Porsche. Unter anderem können wir dann den Cayman GTS gewinnen. Wir können den 996 GT3 gewinnen. Also es müsste der 996 sein, weil das sind alle Porsche, die wir jetzt bekommen, sind Porsche, die wir schon mal in einem der vorherigen Spielen hatten. Und der einzige GT3, der noch übrig bleibt, ist tatsächlich der 996 GT3, also 996 Baureihe, 911 GT3, den wir zum Beispiel in Forza Motorsport haben. Ich denke mal, den kann man gewinnen. Und eben in diesem 7-Tage-Event, was man sieht, dieses Celebrating the Forza Community, dürfte die Woche sein, in der der E3 Forza Motorsport 7 vorgestellt wird. Und deswegen ist es wahrscheinlich ein sehr, sehr besonderer Forsaton, weil so viel kann man auch schon mal sagen. Wir können, oder du kannst vielmehr, auch an diesem Forsaton, das ist jetzt hier nicht aufgelistet, nochmals den Porsche 918 Spyder gewinnen. Also alle, die den 918 noch nicht haben und ihn der zu teuer ist, weil im Aktionshaus wird er für 10 bis 20 Millionen verscherbelt. Ja, hier hast du die Möglichkeit, den nochmal zu gewinnen. Das steht jetzt hier nicht drin, aber ich sag's dir nochmal ausdrücklich. Markier dir die Woche vom 12. bis zum 19. Juni schon mal vor. Wenn du den 918 noch nicht hast oder ihn nochmal willst, dann ja, schnapp ihn dir auf jeden Fall in dieser Woche. Des Weiteren können wir dann den Porsche gewinnen, den ich schon länger angekündigt habe, den Cayenne Turbo, sowie dann am Ende des Juni-Wochenendes bzw. in den Juli hinein können wir noch den Porsche 944 Turbo gewinnen. Das soweit zum Forsaton hier im Juni. Ich wollte es einfach nur mal an der Stelle auch mitteilen. So, jetzt aber weiter im Text. Jetzt weiter mit dem Airstrike. Und dann gucken wir mal, was wir denn machen könnten. Also das Erste, was wir machen, sind auf jeden Fall die Teile, die uns die Möglichkeit geben, ein bisschen was einzustellen. Ich denke mal, auch ein entsprechend besseres Getriebe schadet nicht. Bisschen schnellere Schaltzeiten. Warum nicht? Ein bisschen das Ganze schneller umsetzen. Machen wir rein. Differential haben wir drin. Dann machen wir auf jeden Fall die entsprechenden Rennbremsen rein. Richtig gute Dinger. Genauso das komplett einstellbare Fahrwerk. Ja, ich bin kein so Fan von, muss ich tatsächlich sagen, wenn das Rad hinten im Radkasten verschwindet. Deswegen werde ich das vielleicht noch mal ein bisschen anpassen. Wobei, es geht gerade noch so. Aber ich bin tatsächlich kein Freund davon. Also ich hab's gern, wenn es ein bisschen so gleichermaßen ist. Aber es ist Geschmackssache, ich weiß. Aber ja, das ist allgemein bei der Automobilgeschichte immer. Ja, Gewichtsreduzierung. Ich würde sagen, die zweite Stufe können wir schon machen. 1,4 Tonnen ist immer noch schwer genug. Aber ja, das ist ein bisschen zu viel. Machen wir das mal. Ich will jetzt auch kein so übertriebenes Tuning machen. Es artet bei mir immer sehr, sehr schnell aus. Deswegen versuche ich es mal ein bisschen dezent anzugehen. So, was wir auf jeden Fall machen werden, ist definitiv. Wir werden eine andere Reifenmischung fahren. Wir werden vielleicht Straßen sollte eigentlich reichen. Oder sollen wir eine Sport nehmen? Also wenn wir eine Sportreifenmischung nehmen, dann müssen wir schon gewaltig an der Leistung schrauben. Und das möchte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Wobei, okay, wir übertreiben es, glaube ich, doch wieder. Ich nehme mal die Sport dazu. Wir werden aber auf jeden Fall vorne mehr fahren. Wir werden vorne 265 fahren und hinten werden wir 255 fahren. Also hinten ein bisschen weniger wie vorne. Aber das hat schon guten Grund, warum wir das so machen. Die Felgen finde ich eigentlich relativ cool beim RS3. Passt zum Fahrzeug. Ich gucke trotzdem mal, ob wir irgendwas finden, was auch ganz schnieke aussieht. Ich weiß, bei den Felgen streiten sich natürlich wieder die Geschmäcker und die Geister und so weiter und so fort. Aber so eine mehrteilige Felge hat ja schon was, so ist es ja nicht. Die Frage ist nur, was nehmen wir denn da? Die hätten was, wären halt vom Stil sehr ähnlich. Wären halt eine dreiteilige Felge. Oder wir lassen halt die Serienfelgen, machen sie aber größer. Das wäre doch eine Option, machen wir das? 20 Zoll. Ja, nee, ich find die Felgen ganz cool. Also ich glaube, wir lassen die mal, machen mal die großen Felgen. Aber ist es ein bisschen zu groß dann schon? Ich weiß nicht. Also gerade hinten wirkt es mir ein bisschen zu groß. Wir probieren es einfach mal. Es wirkt sich natürlich auch aufs Fahrverhalten aus. Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. So, und dann kommen wir jetzt aber zum entscheidenden Part, nämlich zum Motor. Da wollen wir natürlich ein bisschen was machen. Und da machen wir natürlich erstmal entsprechend die Abgasanlage. Der Auspuff wird gewechselt. Genauso werden wir hier entsprechend Luftfilter ändern. Wir werden auf jeden Fall einen Turbolader, würden wir sagen, machen wir mal volle Power. Kommen wir schon in die S1-Klasse hoch. Wir haben jetzt aktuell 306 kW oder hätten 306 kW. Lasst uns das mal kurz umrechnen. Dann wären wir bei 416
PS. Das ist jetzt echt die Frage. Wollen wir überhaupt so viel Leistung? Ah, das ist eine gute, gute Frage. Ich mach's mal rein. Würde dann aber ganz gerne. Ist jetzt echt eine gute Frage. Ob wir dann hier in der Nockenwelle nochmal ein bisschen was verändern. Das würde halt natürlich den Rahmen ein bisschen sprengen. Also die Rennnockenwelle, die wäre natürlich halt over the top. Dann wären wir von der Leistung bei fast 500 PS, bei 495. Das ist natürlich schon richtig viel für so ein RS3. Wäre halt eine absolute Rennsemmel. Aber so 400 PS ungefähr für so ein Hot Hatch finde ich eigentlich schon okay. Also ich würde jetzt nicht gern unbedingt so viel mehr machen. 550 Newtonmeter Drehmoment sollte eigentlich auch passen. Ich glaube, wir lassen es mal so. Ich glaube, das reicht. Man sollte es dann nicht so sehr übertreiben. Wie gesagt, wir wollen es performant haben. Wir können noch die Schwungscheibe vielleicht dazu knallen. Und vielleicht noch die Antriebswelle. Und dann würde ich sagen, lassen wir das Ganze einfach mal so. Da haben wir auch ein bisschen abgespeckt. 1,38 Tonnen am Gewicht. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Ich würde sagen, wir lassen das einfach mal so. Gucken, wie es sich fährt. Ändern kann man immer noch alles. Mehr Leistung oder weniger Leistung oder mehr Grip, weniger Grip. Das kann man dann immer noch anpassen. Aber ich glaube, dem Fahrzeug würde es schon nicht schlecht tun, wenn man wirklich halt ein bisschen mehr im Grip dann investiert. Diese ein bisschen mehr Bums haben wir auf jeden Fall durch den upgegradeten Turbolader plus die Abgasanlage plus den Luftfilter. Ja, was ich noch sehr viel gewünscht wurde, ist auf jeden Fall eine rote Lackierung. Wir haben ja auch die serienrote Lackierung drauf. Ich gucke jetzt trotzdem mal bei den empfohlenen Designs, ob vielleicht irgendein cooles Design mit dabei ist. Ansonsten können wir ja, entsprechend ein Design irgendwie noch lang. Guck mal hier, das Earl Grey Design hat auch jemand gemacht, finde ich auch sehr cool. Also sogar ist sogar von Beta Design, sehr, sehr cool. Hat was, auf jeden Fall, beim Audi. Aber den machen wir jetzt nicht drauf. Ah, guck mal, also die ganzen Golf-Designs finden sich auf dem RS3 wieder. Es gibt schon geile Felgen. Ich glaube, ich muss doch andere Felgen nehmen. Oder nehmen wir die? Ne, wir lassen die Felgen. Wir machen aber kurz einfach ein eigenes Design bzw. eine eigene Farbe drauf. Weil das Rot finde ich nicht so, es catcht mich nicht so. Deswegen will ich gerne da ein eigenes Rot schnell entwerfen. Wir machen das einfach wieder mit den Metallflakes. Da gehen wir jetzt einfach mal hier rüber. Und wir wählen erstmal ein Rot aus. Schöner, kruder Grundton. Und dann die Flake-Farbe. Da werden wir auch in die Rotrichtung gehen. Aber wir werden so ein leichtes Tick in diese leichte pinke Richtung gehen. Das ist jetzt ein bisschen zu pink. Eigentlich dahin wollte ich jetzt eigentlich nicht ein bisschen dunkel machen. Dann geht es schon. Aber das ist ein bisschen zu pink. Ich glaube, wir müssen es umdrehen tatsächlich. Das ist immer so eine Sache mit diesen Grundfarbensgeschichten. Wechseln wir das gerade mal kurz durch. Einen Moment. Wir haben hier das mal so. Und die Flake-Farbe machen wir jetzt mal richtig rot. So. Und dann richtig hell. So. Grundfarbe müssen wir jetzt nochmal ein bisschen anpassen. So. Ist auf jeden Fall ein Tickchen anderer Rotton. Und den verwenden wir jetzt auch. So, ja, dann Motorhaube lassen wir. Spiegel können wir, glaube ich, nicht. Genau. Flügel könnten wir doch machen, oder? Genau, dann machen wir jetzt einfach Carbon. Ja? Weil wir es einfach können. So, zack. Felgen finde ich eigentlich relativ cool, diese Farbe, die wir haben. Wir können jetzt auch so komplett schwarz machen. Hätte auch was, aber wir lassen es mal so. Und dann machen wir natürlich noch ein bisschen für die Leute, die es ein bisschen geheim haben wollen, machen wir ein bisschen getönte Scheiben. Und dann würde ich sagen, dann lassen wir das einfach so. Ja, wollen ja nicht zu viel Zeit jetzt hier in dem Shop verbringen. Und dann werden wir uns ein bisschen dem Feintuning noch widmen. Aber jetzt fahren wir erstmal, ohne dass wir was eingestellt haben, gucken wir mal, wie das Fahrzeug so sich bewegt. Ich bin mal wirklich gespannt, ob wir tatsächlich jetzt schon was ganz Gutes auf die Beine gestellt haben. Meistens kann man dann schon mal ein bisschen abschätzen, ob das jetzt ungefähr passt. Turbo hört man jetzt nochmal viel krasser, finde ich. Ich meine, die Sportreifen machen natürlich schon viel aus. Auch die breiteren Mischungen. Die Felgen gehen auf jeden Fall von der Größe, wenn man es jetzt hier nochmal so im Real Life anschaut.
Der Durchzug ist eigentlich für ein RS3 auch absolut legitim. Aber wir wollen jetzt natürlich gleich nochmal ein paar Kurven fahren. Aber da vorne kommt ja auch schon gleich der Bereich unserer Teststrecke. Auch wenn jetzt ein bisschen Verkehr am Start ist, können wir da aber trotzdem mal ein bisschen entlang fahren. Muss mal ein bisschen auschecken. Ja, 270 Sachen, mehr als 3. Kann man mal machen. Ich weiß, wir haben noch einen 6. Gang, der aber allerdings nicht mehr so viel bringt. 280 haben wir jetzt drauf. Ein bisschen zu spät gebremst. Ja, also das Untersteuern müssen wir auf jeden Fall noch über die Fahrwerkseinstellung wegkriegen. Kriegen wir aber bestimmt hin. Oh, hier haben wir noch die Linien an vom Hot Wheels. Die können wir dann gleich noch ausschalten. Die brauche ich eigentlich nicht. Ja, ein bisschen kann man noch am Fahrwerk natürlich was einstellen. Ja, wenn so ein Gurka mal abbiegt, dann kriegt man schon ein bisschen Panik. Ja, dann stellen wir mal ein bisschen was ein. So ein bisschen 0815, wie wir es halt meistens machen. Und ja, wir werden ein bisschen weniger hier fahren. Dann Getriebe. Ich weiß nicht. Ein bisschen kürzer machen noch. Ein bisschen knackiger. Bringt eher weniger, ne? Lassen wir es eher. Und so vielleicht. 7 Gänge brauchen wir bei weitem nicht bei dem Fahrzeug. So, wir machen auf jeden Fall ein bisschen mehr Sturz vorne. Das ist sowieso auch ein bisschen mehr Nachlauf. Stabis. Da werden wir auf jeden Fall weniger fahren bei dem Fahrzeug. Und wir werden das auch ein bisschen angleichen. Ja, Fahrwerkshöhe. Ich mache hinten mal ein bisschen höher, weil ich es nicht so ganz so geil finde. Und vorne ein bisschen tiefer. Das ist jetzt auch so eine Geschichte. Wir haben halt vorne viel Gewicht, deswegen dürfen wir die Federn jetzt nicht zu sehr hinten so hart machen. Aber wir müssen halt irgendwie gucken, dass wir das Fahrzeug gerade beim Einlenkverhalten ein bisschen in eine gewisse Richtung bekommen. Deswegen versuche ich das jetzt gerade hier so ein bisschen anzugleichen. Bremsen machen wir mal so. Dann machen wir ein bisschen weniger hier. Und hier machen wir so. Machen wir es eher so. Und Verteilung 50% ist eigentlich ja gar nicht schlecht, aber wir machen mal vielleicht 60%. So, oder vielleicht sogar 70, weiß nicht. Ja, machen wir mal 70. Probieren wir es einfach mal aus. Guck mal, was die Einstellungen jetzt schon gebracht haben. Oh, der Mini, den haben wir weggekickt. Tschüss. So, dann schauen wir noch mal, wie sich das Fahrzeug jetzt so verhält beim Anbremsen. Oh, der Gang war ein bisschen falsch. Ich meine, dass wir die Verteilung über das Differential ein bisschen geregelt haben, bringt natürlich auch schon ein bisschen was. Ja, es ist schon nicht schlecht. Aber ich würde gerne noch was ausprobieren. Manchmal muss man einfach ein bisschen mehr Sachen ausprobieren. Und zwar werden wir mal bei den Dämpfern tatsächlich die andere Riege mal versuchen einfach, wie sich's verhält. Beim Kurvenausgang wird es natürlich so nicht unbedingt den gewünschten Effekt haben. Aber ich versuche einfach mal ein bisschen das Untersteuern zu tilgen. Aber das scheint schon mal ganz gut sich zu verhalten. Macht auf jeden Fall schon mal Laune. Und ich glaube von der Leistung her, klar, ein bisschen mehr Leistung könnte man schon versuchen. Aber im Großen und Ganzen ist das jetzt auf jeden Fall ein richtig kleiner Giftzwerg, wenn man das so nennen kann. Also wenn man erst drei klein nennen kann. Das zählt ja schon zu den großen, kleinen, kompakten Hot Hatches. Der S1 meine ich, ist da ja der kleinere, aber ja, das macht schon mal einen ganz guten, soliden Eindruck. Oh, da ist das Spiel kurz mal gefreezed.
Ja, macht aber auf jeden Fall schon mal Laune zu fahren. Die richtig engen Stellen kann man die Handbremse nutzen. Dank Allrad haben wir da sofort wieder Grip. Da passt es auch. Ja, doch, das macht auf jeden Fall Laune. Klar, durch längere Tuning-Einstellungen Sachen kann man immer mehr rausholen. Aber wie gesagt, in den TWIF-Ausgaben baue ich die Tunings ja zu 80% der Fälle in der Folge auf, gemeinsam mit dir, damit du auch weißt, hey, was haben wir hier aufgebaut. Das ist ja schließlich dein Wunsch oder sagen wir mal der Wunsch der Community. Das ist ja das Format hier und deswegen mache ich natürlich auch viele Tunings hier entsprechend in der Folge, dass ihr auch seht, was wurde denn da gemacht. Und ja, diese Linie, die muss ich echt mal ausstellen. Brauche ich eigentlich nicht, ich mache es jetzt einfach mal. So, Schwierigkeit. Hier ist es. Aus. Akzeptieren, jawohl. So. Ja, im Prinzip bleibt ja eigentlich nur noch ein Pflichtteil in der heutigen Folge. Und das ist die Runde auf unserer Teststrecke. Gucken, was dieser Aufbau tatsächlich für eine Zeit schafft auf der Teststrecke. Da bin ich wirklich gespannt, wie das Fahrzeug so performt gegen die Konkurrenz. Bevor wir das aber machen, habe ich noch eine kleine organisatorische Geschichte. Und zwar werde ich ja immer wieder gefragt, hey Ray, wie sieht's eigentlich hier mit dem PXH-Club aus? Kann man da mal rein oder wie ist es? Weil der ist immer voll und so weiter und so fort. Also es ist natürlich schwierig reinzukommen. Ich kann das euch mal kurz zeigen. Ich kriege ja in der Nachrichtenzentrale immer eine Meldung, wenn jemand den Club verlässt. Und ihr seht hier, Club verlassen, dann joint wieder jemand. Also es gehen immer mal wieder Leute raus, aber es kommen halt natürlich dementsprechend relativ schnell wieder Leute rein. Das heißt, es ist halt natürlich relativ schwierig reinzukommen in den Club. Beim PXH2-Club ist es dasselbe, da sind wir auch schon voll. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, hey, einfach mal, dass wenn ihr sagt, hey, ich will mich mit dem PXH identifizieren, ich möchte mich mit dem PXH-Club identifizieren, aber ich komme jetzt gerade nicht in Club 1 oder 2 rein. Deswegen habe ich mir einfach gedacht, hey, dann machen wir jetzt einfach den dritten Club auf. Und irgendwann werden wir sicherlich mal wieder ein bisschen aussortieren. Das haben wir ja schon mal gemacht, wo wir einfach ein bisschen die inaktiven Leute rausgeschmissen haben aus dem Club. Aber ich habe nicht die Lust, jede Woche oder alle zwei Wochen da inaktive Leute rauszusortieren. Ja, deswegen habe ich mal gedacht, wir gucken jetzt einfach mal, wie die Resonanz ist, wie viele Leute da tatsächlich noch Interesse an einem PXH-Club haben. Und deswegen haben wir den dritten Club aufgemacht und den könnt ihr ganz einfach finden, wenn ihr einfach auf neuem Club beitreten geht. Und dann könnt ihr einfach auf Club suchen und das Einfachste, um den zu finden, ist einfach, ihr sucht einfach nach PXH3. So, PXH3, zack, suchen. Und dann solltet ihr den Club auch schon gleich finden. Da sind auch schon immerhin 9 Mitglieder schon drin. Der gute Arkois, der Andi, hat den Club extra für uns eröffnet. Und da könnt ihr jetzt beitreten. Wie gesagt, da haben wir jetzt ganz viel Platz. 1000 Mitglieder haben hier wieder Platz. Oder besser gesagt, 991 haben noch Platz. Und ja, das ist jetzt hier offiziell an dieser Stelle. Wer noch einem PXH-Club beitreten möchte, hier habt ihr definitiv die Möglichkeit. Jeder ist herzlich willkommen, hier beizutreten. So, und ansonsten, wenn ihr jetzt nicht wisst, ob Platz ist in den Clubs, ihr könnt natürlich auch einfach oben bei Clubname einfach mal nach PXH suchen. Ich glaube, das müsste auch gehen. Da müsst ihr dir alle drei Clubs finden, wenn mich nicht alles täuscht. Dauert ein bisschen. Muss ein bisschen arg viel Namen suchen, glaube ich. Oder ihr sucht einfach nach PXH Performance, dann sollte man den auf jeden Fall finden. Schauen wir mal, was er jetzt gleich findet. Wenn er überhaupt was findet. Abbrechen kann ich nicht. Da müssen wir jetzt durch. Er hat nichts gefunden. Das ist ja super. Moment, dann probieren wir es einfach nochmal. Also, oder er sucht einfach nach PXH Performance. Weil alle Clubs heißen ja so. So. Ich habe jetzt gerade die Xbox-App nicht an, deswegen mache ich das jetzt gerade hier so manuell, das einzugeben. So. Da müsste er doch was finden, oder? Scheinbar nicht. Okay, dann klappt es wohl nicht. Ansonsten, ja, sucht einfach nach den einzelnen Tags PXH, PXH2 oder PXH3. Aber vielleicht ist der Server auch gerade offline. Vielleicht ist er tatsächlich offline, man weiß es nicht. Ja, gerade offline gegangen. Man munkelt, man weiß es nicht. Gut, das aber zu dieser Geschichte. Also der dritte Club ist jetzt offen. Ich werde es aber vielleicht auch in den kommenden Folgen nochmal erwähnen, falls der ein oder andere das jetzt nicht mitbekommen hat. Gut,
Dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Teil dieser Folge, nämlich die Runde auf unserer Teststrecke. Und deswegen würde ich sagen, ja, kurzer Cut. Und ich würde sagen, ich gebe euch nochmal den vollen Sound. Jetzt, wo das Auto ein bisschen getuned ist, dann hören wir uns gleich zum Endergebnis wieder. Yo, was ein kleiner Kurvenräuber ist denn bitte der RS3 geworden. Also der geht richtig geil um die Kurven, untersteuern merkt man gar nicht mehr. Also wenn man das zur Serie vergleicht, richtig, richtig cool. Allerdings, was mir jetzt so ein bisschen aufgefallen ist auf unserer Teststrecke, ist im Verhältnis zu der Kurvenspeed, die wir jetzt gehen können, auch vom Bremsweg her und so weiter, fehlt ein bisschen die Power. Also man könnte sich jetzt tatsächlich überlegen, ob man vielleicht die erste Stufe der Nockenwelle, also die Sportnockenwellen, vielleicht noch einbaut. Ich denke, das würde dem Fahrzeug ganz, ganz gut tun. Allerdings, so wie es jetzt ist, macht es auf jeden Fall auch richtig, richtig Laune. Und ich glaube, die Zeit, die wir jetzt hier gesetzt haben, ist auch nicht unbedingt die schlechteste. Wir gucken einfach mal. Wir haben hier stehen eine 3:40.451. Wir ziehen natürlich die 20 Sekunden ab, die wir am Start immer abwarten, um für Chancengleichheit zu sorgen. Und damit kommen wir auf eine 3:20.451 und wir gucken direkt auf die Bestenliste, wo sich das Fahrzeug einsortiert und damit sind wir, ja, auf einem Niveau wie der KTM Crossbow R. Ein bisschen schlechter, knapp eine Sekunde langsamer als der Porsche Panamera Turbo. Hier spielt natürlich der Panamera seine reine Power aus mit 560 PS, die
die dieses Fahrzeug knapp hat. Aber wir sind immerhin schneller als ein 550 PS starker Jaguar XKR SGT. Das ist natürlich auch schon mal eine Ansage, meiner Meinung nach. Genauso sind wir auch schneller als ein 570 PS starker Infiniti Q50 Eurush. Also ich denke mal, das Fahrzeug hat schon auf jeden Fall jetzt hier ordentlich performt. Wie gesagt, so eine Stufe Nockenwelle vielleicht, dann könnte man im Vergleich zum Li, der dadurch erzeugt wird, vielleicht nochmal noch krasseres Fahrzeug haben. Aber schlussendlich würde ich sagen, ich bin auf jeden Fall zufrieden und ich hoffe, ihr seid es auch. Vor allem die Leute, die sich den R3 gewünscht haben, die sich vor allem den Performance-Aufbau gewünscht haben, haben viel Spaß mit diesem Aufbau. Und ja, wir gehen raus. Ich würde sagen, wir geben jetzt auch einfach diesen Aufbau direkt frei. Damit könnt ihr den mal selber auschecken. Könnt ihr selber mal eure Meinung mir mitteilen. Ob ihr auch sagt, ja, so ein Tickchen mehr Leistung könnte das Fahrzeug noch vertragen. Also das ist jetzt meine Meinung, so jetzt nach einer Fahrt über die Teststrecke, dass man da schon vielleicht noch mal ein Tickchen mehr Leistung machen könnte. Oder vielleicht einfach auch ein bisschen auf entsprechend Kurvenspeed oder Reifenbreite verzichten, um das halt irgendwie auszugleichen. Also es ist jetzt es ist sehr performant, das Tuning, aber es ist jetzt mehr Tendenz in Richtung Kurvenspeed wie jetzt Power. Ja, so viel kann man schon mal sagen. Aber ich finde es nicht schlimm. Für so ein Hot Hatch, das darf gern auch ein kleiner Kurvenräuber sein. So, ich gebe das Ganze natürlich jetzt noch frei hier am Ende und dann sind wir für heute eigentlich auch durch. Mir bleibt eigentlich am Ende nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Morgen, beziehungsweise heute Abend besser gesagt, gibt's das Carpack oder ein nächstes Carpack und morgen dann bereits wird's dann höchstwahrscheinlich auch das Review dazu geben zum Carpack, zu den 7 neuen Fahrzeugen, die da mit ins Spiel kommen. Wer noch nicht mitbekommen hat, was für ein Carpack rauskommt, der guckt einfach mal auf dem Channel von Forza Motorsport oder auf unserer Facebook-Seite. Da habe ich das Ganze auch natürlich schon gepostet und ja, da geben wir es mal frei. Und ja, gucken wir einfach mal. Also wie gesagt, morgen dürft ihr euch auf das Review freuen zum Carpack. Und ja, vielleicht auch auf eine weitere Folge. Mal schauen. Lassen wir uns einfach überraschen. Lass dich überraschen. Ich bin jetzt auf jeden Fall raus für die heutige Folge. Ich hoffe, du hattest viel Spaß und gute Unterhaltung. Wenn dem so wäre, würde ich mich wie immer über ein Däumchen nach oben freuen. Ich sage, ciao. Wuhi!